Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Oh, hier ist der Fischkopf. Wir spielen weiter Rust in der zweiten Staffel. Und da ist Tommelbommel. Hallo. Hallo. Du hast gerade ein Schwein kaputt gemacht. Willst du dazu irgendwas sagen? War keine Absicht. Ups, wolltest du sagen. Oh, das ist gute Fleisch. Okay, können wir uns jetzt... unser Plan ist es, in dieser Folge jetzt mal ein Haus zu bauen. Oder zumindest anzufangen. Ja. Dafür brauchen wir ein Plätzchen. Und Holz. Und Holz. Hier ist jetzt nun nicht so viel Holz. Unten wäre mehr gewesen. Es wäre mehr gewesen. Wie viel hast du denn jetzt schon? Ich habe 600. Ja, 1140. Weißt du noch im Kopf, wie viel wir brauchen für den Anfang? Nee, aber nicht so viel. Okay. Wir wollen es halt, wir müssen es halt sehr schnell versteinern, ne? Da hinten, oh mein Gott, es ist so voll hier. Ich habe immer Angst, dass wir gerade irgendwie, dass da gerade jemand hinter mir ist. Was machst du da? Ich hab kurz was geguckt. Du hast was geguckt. Die alten sind heute auch wieder sehr, sehr schön. Was ist da unten? Holz? Hier ist so gar nichts. Zwischen Alpen und dem Berg hier. So als. Hier bei den, zwischen da in den Bäumen. Hast du das? Hast du das getroffen? Na klar, habe ich was getroffen. Na klar, ich hab's getroffen. Da ist halt ein Häuschen da unten direkt. Siehst du, ne? Ja, das habe ich da gesehen. Ich meinte ein bisschen weiter rechts davon. Ja, ich laufe auch schon mal so ein Stückchen weiter. Und nehme jetzt mal hier die Steine hier noch mit, die da liegen. Magst du vielleicht schon mal, weil ich mache gerade Brennstoff ganz viel, magst du vielleicht schon mal einen Bauplan machen? Also Papier und dann einen Bauplan. Ja, ich mache aber auch noch mal ein bisschen Brennstoff, weil das brauchen wir ja. Und dann ist das wo noch mal... Papier muss ich erst machen, ne? Mhm. Eins? Ja. Okay, aber mein Dings ist auch gleich voll, mein Inventar. Das ist ein Problem. Weil du wieder so viel sinnlosen Mist dabei hast bestimmt. Nee, es ist alles sinnvoll. Menschenfleisch. Ja, das kann man braten, da kriegt man sehr viel Geld für. Sehr viel Hunger voll. Aha. Hab ich gehört. Man muss es halt vorher braten. Ich habe da keine Skrupel. Ich esse sehr gerne Mensch. Ich habe letztens angefangen, die Serie Hannibal zu gucken, aber ich bin nicht sehr weit gekommen. Da, 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 da. Sammelfolge. Hier ist schön viel Zeug. Ja. Steine brauchen wir dann eine ganze Menge. Ja, ich bin dabei. Ja, erstmal denke ich, können wir ja jetzt hier. Hier ist ein schönes Plätzchen. Oh. Ich finde das immer gut, wenn du so begeistert bist. Nee, ohne Witz. Ich finde ja, das hier voll hübsch. Ich glaub dir. Da liegen noch Steine. Hier liegen jede Menge Steine noch. Ja, es ist doch gut. Es ist doch ein Grund zur Freude. Oh, das Metallerz. Okay, ich nehme noch da die Sachen mit. Ich hoffe, ich finde dich gleich wieder, weil ich habe dich natürlich mal wieder verloren. Ich bin nur hinter dem kleinen Felsecke. Ja, ja. Also ich vermute, ich weiß, wo du bist. Hinter der Steinecke. Haha, Schleichwerbung. Nein. Steinecke? Verstehe ich nicht. Ist das eine Marke? Hast du nicht den Bäcker? Nee. Der heißt Steinecke? Ja. Nee, kenn ich nicht. Aber da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Soll ich die erzählen? Na bitte. Ich habe gestern Rocket Beans geguckt, als ich gegessen habe. Und da haben die ein Spiel gespielt, oder wollten ein Spiel spielen, und das hat nicht funktioniert. Und das Spiel ist abgestürzt. Zweimal, und dann wollten sie den Rechner neu starten. Aber der Kollege, dem der Rechner gehört hat, der war gerade nicht da. Und dann hatten sie das Passwort nicht. Aber bei Windows ist es ja so, du kannst ja einen Tipp... Also einen Hinweis geben, was es für ein Passwort ist. Und dann haben die hatten halt ihre, was weiß ich, 4000 Zuschauer oder mehr. Und dann gab es halt diesen Hinweis. Und den haben sie gesagt. Und dann haben die Zuschauer irgendwie nach 2 Minuten das richtige Passwort rausgefunden. Und dann haben die live quasi diesen Rechner gehackt. Das Passwort war super schlecht. Also es war super einfach, das zu erraten.
wie gesagt, der Hinweis war da und die Leute haben sofort, es waren irgendwie zwei Wörter, es war, jetzt kann ich es ja sagen, weil der Typ hat es wahrscheinlich geändert. Was war denn der Hinweis erst? Der Hinweis, ich hab vergessen, das war irgendwie, es war glaube ich irgend so ein Sci-Fi-Hörbuch-Zeug. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie der Titel davon und zwei Stein war dann das Passwort. Zwei Stein, kommt das irgendwie bekannt vor? Ist das irgendwie... Ich kenne nur einen Stein. Ja, okay, also ist ja egal. Auf jeden Fall waren die so, oh shit, was ist denn, wenn er das für mehr Sachen benutzt, als nur für seinen Computer? Und dann haben sie ihn live angerufen und meinten, hey, na, du, hör mal, wir haben gerade ein Passwort rausgefunden. Falls du das noch woanders benutzt, vielleicht solltest du es ändern. Und der Typ am Telefon meinte nur, ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Doch. Und dann hat er wohl angefangen, seine ganzen Seiten und so, die Passwörter zu ändern. Also ich habe echt gelacht. Ich habe echt, der hörte sich auch sehr verzweifelt an, der Kollege. Hacken die da erstmal das Passwort. Aber auch ein bisschen selber schuld, dass er so ein schlechtes Passwort hat. Das ist richtig. Wo bist du? Hinter der Steinecke. Hinter der... Ja. Hinter der Schneekoppe. Das läuft ja auch nicht mehr im Fernsehen, ne, diese Werbung. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir immer gedacht, was ja, haben die sich dabei gedacht? Das ist ein leichter Abhang, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, Abhang ist nicht gut. Der Abhang hier ist zu abhängig. Wir müssen schon noch auf jeden Fall wieder ein bisschen runtergehen, glaube ich. Ja, das würde schon gehen, so ist nicht. Ja, aber dann können wir nicht so breit bauen, oder? Doch, man kann ja mit Treppe und sowas arbeiten. Oh, jetzt ist mein Inventar aber auch voll. Wenn ich jetzt mein Holz voll gesammelt habe, dann geht auch nichts mehr rein, du. Dann schmeißt das. Ach, unten noch, in der Dingsleiste. Nein, Mann, ich brauch das. Mensch, darf ich das einfach nicht mehr so offensichtlich vor die Füße werfen? Du musst das irgendwo... Jetzt ab jetzt immer morgens schwimmen, wenn ich jemanden getötet habe. Ich gehe schwimmen. Darf ich mitkommen? Nein! Ich will in mich gehen. Ich mach den Baum kaputt. Wenn ich so auf den Baum haue, dann denke ich immer, die haben sich aber ganz schön Mühe gemacht, dass das cool aussieht, an der Stelle, wo ich reinhaue. Aber sie schaffen es halt nicht, dass man einen ganz normalen Pfeil aus dem Schwein rausholen kann. Jetzt, okay, ich habe nichts gesagt, hier geht's gar nicht. Bist du immer noch hinter der Steinecke? Nee, ich bin jetzt, ich glaube gerade zu dem kleinen Haus hier unten. Oh, oh. Ich komme. Und selbst ein kacken dreist hier so neben ihn bauen? Weil ich denke mal, das wird nur ein einzelner Typ sein, oder? Wo bist du denn? An unten bei dem kleinen Haus. Ja, ich bin auf dem Weg. Das ist ja nur eine Einer-Foundation. Ja, also ich würde jetzt nicht ganz direkt daneben bauen, aber wir können ja so bauen, dass wir das quasi einsehen können, wenn wir das möchten. Ich meinte mit ganz direkt daneben jetzt hier. Wenn du mal nach rechts guckst, wo ich springe. Hey, da. Ja, aber ich finde, das sieht auch so offen aus. Aber ich meine, das ist richtig. Wir können uns auch noch mal ganz kurz hier über diesen Berg rüber gucken, was da so für Gelände kommt. Ja, aber dann fangen wir ja nie an, das Haus zu bauen. Aber ja, gut. Mehr als Vorschläge machen kann ich ja. Ja, nicht. Es ist ja auch eigentlich richtig. Wir sollten das mit Bedacht machen. Nicht einfach rushen. Nicht einfach rushen. Nicht einfach zu schnell bauen, weil man schnell bauen will. Du hast völlig recht. Das sollten wir ganz ruhig angehen. Hier meinst du? Nee, hier ist ja zu steil. Nein, nicht. Ich wollte hier einmal oben rüber gucken. Okay. Aber dann fangen wir auch an. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Achso, hast du jetzt einen Bauplan schon gemacht? Ja. Gut, ich auch. Warum das denn? Ja, weiß ich nicht. Naja. Es ist nicht so schlimm. Boah, dieses Spiel sieht echt gut aus. Manchmal, wenn man in die Sonne guckt. Schon lustig. Es sieht aus, als wenn man eine Linse vor den Augen hätte. Eine dreckige Linse.
wo einer einen Kaffee draufstehen lassen hat. Hier rechts ist so ein Kaffeefleck. Na egal. Das sieht echt aus. Oh. Das Kraftwerk und da unten ist auch schon wieder ein Haus. Oh Mann. Also eine nicht bebaute Gegend werden wir eh nicht finden. Nee, ich dachte, wollen wir dann da, jetzt da, wo wir hergekommen sind, neben dem Haus oder ungefähr da in der Nähe bauen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir hier mal rüberlaufen zum Kraftwerk und vielleicht, um die Leute hier zu raiden. Eines Tages. Du hast ja Pläne. Ja. Think big. Oder wir bauen hier oben. Nee, das ist zu krass. Wie viel man hier immer pflücken kann, ne? Ich würde so gerne so ein Blümchen hier pflücken. Aber das geht nicht. Das Spiel hasst Romantik. Ja. Aber es liebt Bären. Ja, es liebt Bären. Und es liebt nackte, schwarze Ärsche. Ja, toll. Okay. Also es sieht alles hübsch aus und so. Ich würde... Oder wollen wir auf dieser Anhöhe da vorne bauen? Da unten, wo du gerade hinläufst. Ja, wir können ja mal gucken, wie es ist. Also ich frage mich halt, also im echten Leben hast du halt entweder ein verstecktes Haus, weil das versteckt ist und das nicht direkt gesehen wird. Oder, also ein Echtleben-Vorteil ist ja auch, wenn du tatsächlich irgendwo sehr offen baust. Auf dem Berg oder... in einem Tal, so dass du halt viel um dich herum sehen kannst. Ja, ja, das ist noch steiler hier. Nee, ich dachte da oben drauf. Ich dachte, da ist es nicht so steil. Nimm mal die beiden Steine mit, bitte. Weil wir brauchen ja Steine. Hier ist ganz viel Schwefelerz drin. Oh nein. Aber auch Stein. Oh, ich habe noch keinen Helikopter gesehen oder gehört. Ach so. Ich habe. Ja, ist voll. Ich nehme den. Gut. So, Freundchen. Hier ist direkt der Wasserturm. Also, ich möchte jetzt aber auch nicht zu nah an den Wasserturm ran, ne? Wo ist der direkt? Ach, da. Naja. So direkt nur auch nicht. Was ist hier? Oh, ich habe ja zu wenig. Da ist halt dieses Riesenanwesen, Digga. Guck dir das mal an. Ach, guck mal, die haben ja in den Berg da auch reingebaut. Oh. Die sind zu krass für uns. Wobei, da sind wir wieder bei dem anderen Häuschen. Aber da bauen wir jetzt, komm. Ich finde das cool da. Ich bin da hinten, so leicht links, wo du jetzt langläufst, hinter der Steinecke. Anfangen zu bauen. Oh, ich kann den Stein nicht mehr mitnehmen. Du musst vorgehen. Du bist der Baumeister. Du hast dein Inventar voll, hör da auf. Nee, aber ich kann hochwertiges Metall abbauen. Das habe ich auch gerade gemacht. Wie ist das los? Das war der Plan. Okay. Du willst, dass das große Haus uns nicht sieht oder was? Ja, klatsch hin jetzt. Krass. Okay. Das ist jetzt wie ein bisschen wie auf dem Festival ankommen und das Zelt aufbauen. Autsch! Oh, Kacke. Okay, ich hoffe, du kannst da jetzt noch eins hintersetzen. Ja, weil da kannst du jetzt keins mehr. Hier, wo ich jetzt bin, hier. Geht hier noch eins hin? Theoretisch? Hallo? Ja. Geht? Was denn? Könntest du hier noch eins bauen? Hier vorne, da selbstverständlich. Na, selbstverfreilich. Gut, darf ich Wände bauen? Nein. Wand. Exciting. That's one exciting to me.
Machen wir jetzt neuerdings hier auch. Warum das denn? Was denn? Warum das denn? Mache ich immer so. Hier will ich die Dachluke haben. Ja. Und hier vorne hauen wir einfach den Schrank rein. Okay. Fertig. Ja, aber das haben wir letztes Mal nicht so gemacht. Aber gut, ja, aber gerne. Ich habe noch keinen Hammer. Ich mach gerade einen. Okay. Du könntest mal Öfen herstellen. Öfen. Öfen baue ich. Beim Schirm. Beim Schirm, wusste ich. Oh. Mir fehlt. Also zwei kann ich im Moment bauen. Und mir fehlt halt dann wieder Brennstoff. Also im Moment sind es. Ja. Ich könnte 7 Stück. Oh. Wollen wir 4 bauen? Mach erstmal 2. 2 mache ich doch schon. 3 reichen, glaube ich, erstmal. Wollen wir 3 machen? Mach 3. Okay. Und danach kannst du schon mal die Decke raufzimmern. Mache ich. Hast du noch Stein? Ich hatte ja kein. Mein Inventar war ja voll mit Stein, also ich glaube ja. Boden. Gib Stein. Ach so. Nur hier willst du die Luke machen, ne? Wo ich stehe? Jo. Dann mache ich hier Dach. Hier Dach. Und hier Dach. Und dann mache ich hier, wie heißt das? Bodenrahmen, ne? Richtig? Ja. Kannst du da schon. Mach erstmal da ein normales Dach hin, Strohdach. Echt? Wow, okay. Ja, das können wir doch dann abhauen. Ja, ich weiß. Okay, Ofen 1 ist bereit. Die kannst du hier auch rein. Ja. Müssen eigentlich sogar 3 hinpassen, wenn man die ganz genau so. Die dürfen wir nicht rausbacken, ne? Das ist richtig. One, two, three. Mach mal auf, bitte. 100 Holz sind drin. Ich sag mal, ups. Das wollte ich jetzt nicht, aber kann man eigentlich. What? Ach so. Das ist ja doof. Ich habe gerade Fehler gemacht. Aber nicht so schlimme. Sowas und. Wie viele Slots müssen frei bleiben? 3 oder 2? Frei bleiben? 2, ne? Einmal Kohle, einmal das. 3 Slots mit Dings machen. Okay. Okay. Aber. Wir müssen ja hier wieder. So. Und so. Weil wir haben ja noch mehr Öfen. Schlafsack? Ist der für mich? Jo. Geil! Ich benenne ihn um. Er heißt jetzt Erika, Junge. Okay, hast du das andere Ding schon voll gemacht? Ja. Sehr gut. Geil. Oh oh. Nee, da backt nichts raus. Ich bin sehr, sehr gut. Ich bin ein sehr, sehr guter Ofenbauer. Haben wir hier. Sowas und sowas. Geil. Okay, läuft. Dann würde ich sagen, war es das mit der zweiten Folge, Leute. Ich bin sehr aufgeregt. Hier ist auch schon so ein Bauschrank. Autorisieren, danke. Warte.
Was ist denn? Wow! Und Tommelbommel hat sich einen Wolfskopf gemacht. Und du kannst dich hier sogar zubinden. Das ist aber schön. Und ich glaube, jetzt wirst du Gegnern, wird dein Name nicht angezeigt oder so. Obwohl, wir sind ja nicht in der Gruppe und ich... Können wir ja gleich mal testen. Ich sehe ja deinen Namen. Was passiert, wenn ich dich jetzt töte? Was denn? Ja, lass uns das doch mal testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du hast doch hier einen Schlafsack. Wir sehen uns beim... Ey, du bist ja weiß. Warst du nicht vorhin noch schwarz? Weiß ich nicht. Du bist weiß. Oder sieht das nur so aus? Ich bin schwarz. Bestimmt die Asche aus dem Ofen, oder? Ja, das mag sein. Leute, jetzt aber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar in der dritten, der zweiten Staffel. Ich bin jetzt aufgeregt. Der Tommelbommel auch, hat er mir gesagt. Und wir, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.